Hallo, am 26.08.2020. Das ist wieder mein Videoblog. Heute war die Volkshilfe da. Haare waschen und duschen. Die Haare kleben etwas. Also hat sie das falsche Shampoo verwendet. Was mich etwas nervt, aber naja. Sonja war da. Wir waren auf einem Café im Kaffeehaus. Und ich war am Anfang sehr müde. Aber dann im Laufe des Tages wird es besser. Sie waren bis 17 Uhr da. Wir haben getratscht, Kaffee getrunken, geraucht. Und hatten eigentlich relativ viel Spaß. Und es war sehr schön mit ihr. Sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Morgen möchte ich mit meinem Vater in die Arbeit fahren. Der hat ja jetzt noch 2 Wochen frei. Aber der will mir seine Arbeitsstelle zeigen. Und das freut mich. Weil er ja seit einem guten halben Jahr, Dreivierteljahr in einer neuen Arbeit ist. Also in einer neuen Leitstelle. Mein Vater ist Polizist. Aber es geht ihm körperlich nicht so gut. Er dürfte sich gestern verkühlt haben. Und deswegen steht das Ganze noch etwas in Fragezeichen, ob wir morgen überhaupt wegfahren können oder nicht. Aber mal gucken, wie es ihm morgen geht. Mir tut auch irgendwie schon wieder alles weh. Ich muss Mama dann nachher Schmerzmittel fragen. Und Christoph sehe ich erst am 16. September wieder. Also über 2 Wochen. Am 10. September habe ich ja die Zahn-OP. Und normalerweise wäre ich am 11. zu Christoph gefahren. Aber da werde ich noch nicht so gut sprechen können, weil mir 1 bis 2 Zähne gezogen werden. Und ich glaube jetzt auch ans Wetter, weil mir der auch weh tut. Aber bis jetzt war es nur einer. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, was den Salatstermin angeht, weil es wieder eine Narkose wird. Und ich Narkosen nicht so gut vertrage. Aber ohne Narkose geht der Standardstermin nicht. Und ich tue jetzt schon seit über einer Woche nicht Zähne putzen, weil mir ein Zahn abgebrochen ist und das Zähneputzen wehtut. Und auch wenn ich nur auf der Seite putze, wo es nicht abgebrochen ist, tut es einfach weh. Dafür habe ich eh noch relativ weiße Zähne. Die Belichtung von der Kamera ist auch nicht gut. Ja, auf jeden Fall muss das am 10. September sein. Und danach werde ich gucken, wie es mir so geht. Ich habe irgendwie unterbewusst den 10. und 11. September bis gestern frei gehabt und gestern dann den 11. September als Therapietag ausgemacht. Aber dann hat mir meine Mutter gesagt, dass ich am 10. Zahn-OP habe und da habe ich es auf 16. verschoben.
Und ja, sind seit über 2 Wochen, wo ich Christoph nicht sehe, aber vielleicht tut uns das auch mal gut. Ich habe ja nur noch wenig Therapiestunden und dann wird wieder für eine Weile nicht bewilligt. Deswegen wäre es, glaube ich, gut, wenn ich auf monatliche Termine ausweiche, um mich langsam daran zu gewöhnen, dass ich dann ein Jahr mindestens keine Therapie bei ihm habe. Aber naja, da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen. Na gut, das war's für heute. Ciao. Eure Ines. Macht's gut.